Wie groß ist die Leistung einer Pumpe, die 3 Minuten und 4 Sekunden braucht, um 15.000 Liter Wasser aus 15 Meter Tiefe zu fördern? Hier die Angaben. Das Volumen des Wassers beträgt 15.000 Liter, also ist die Wassermasse gleich 15.000 Kilogramm. Die Höhe h beträgt 15 Meter und die Zeit t beträgt 3 Minuten und 4 Sekunden, das heißt 184 Sekunden. Gefragt wird die Leistung p dieser Wasserpumpe, Leistung, die wir in Watt ausdrücken. Und um diese Leistung herauszufinden, nutzen wir diese Formel: Leistung gleich verrichtete Arbeit geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Die Arbeit finden wir durch diese Formel Kraft mal Weg. Also hier Gewichtskraft groß G mal die Höhe h. Und die Gewichtskraft groß G finden wir durch diese Formel groß G gleich Masse m mal Fallbeschleunigung klein g. Und somit sehen wir, dass die Leistung berechnet wird durch m mal klein g mal h geteilt durch t. Im Zähler erkennen wir die potenzielle Lageenergie des Wassers. Wir ersetzen m durch 15.000, klein g durch 9,81, h durch 15 und t durch 184. Und somit finden wir als Leistung der Pumpe ungefähr 11.995,92 Watt.